Wer kennt das, dass man einfach einmal was macht und dann sagt, okay, im Herzen, das spürt sich einfach richtig an. Aber dann sagt eigentlich das Hirn, nein, das kann man nicht so machen. Es muss strukturiert sein, es muss genau durchgeplant sein und sagt dann wieder, okay, wir machen uns vernünftig. Wer kennt das? 1998, wo ich gesagt habe, wir bauen mit meinen Leuten ein System auf, eine vernünftige Lösung für Klein- und Mittelbetriebe, die einfach nicht nur leistbar sind, sondern die was auch sauber funktionieren. Und dann haben wir getüftelt. Dann haben wir zu den Kunden gefahren. Geht man zu den einzelnen Mitarbeitern hin, kommt drauf, dass überall Menschen sind, dass jeder mit Herz an der Sache ist, dass jeder im Tagesgeschäft ist. Und haben gesagt, okay, wir bauen das nur weiter auf. 10 Jahre später sind wir jetzt da. Wir sind mittlerweile einige Personen, die was eigentlich mit dem Unternehmen, an dem Unternehmen, wie eine große Familie daran arbeiten. Und das ist einfach das, was mich freut. Was braucht man eigentlich, dass der Anwender auch vernünftig mit dem System arbeiten kann? Wir arbeiten heute nicht mehr dran. Alles, was ich mache und mein ganzes Team, das machen wirklich, weil wir überzeugt sind. Dass wir langfristig die Leute auch begleiten und das auch honoriert, was wir bei euch leisten.